6.30 Uhr, toll, dass Sie bei uns sind. 5.30 Uhr. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Ein Start in die Woche. Wie besser nicht sein kann aus Sportsicht. Da war einiges los dieses Wochenende. Und wir wollen direkt starten mit den Bildern vom Handball und vom Tennis. Deutschland feiert nach einem sagenhaften Sportwochenende. Erst gewinnt Angelique Kerber beim Tennis ihren ersten Grand-Slam-Titel. Dann sicherten sich die Rodler bei der WM gleich mehrere Goldmedaillen und schließlich auch noch ein grandioser Sieg der Handballer bei der Europameisterschaft. Danach schwärmte Andrea Petkovic auf Twitter, man kann ja keine ganze Mannschaft heiraten. Mit 24:17 schlug das Team von Trainer Sigurdsson den zweimaligen Weltmeister und Favoriten Spanien. Besonders die Fans in Kiel feierten den EM-Triumph. Schließlich kommen gleich mehrere Spieler der Nationalmannschaft vom THW Kiel. Hermann Berndt war beim Public Viewing dabei. Zurzeit vergeht kaum ein Tag ohne neue Vorschläge, wie die Flüchtlingszahlen in Deutschland begrenzt werden können. Am Wochenende hat Bundeskanzlerin Angela Merkel Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak bereits dazu aufgerufen, in ihre Länder zurückzukehren, sobald dort wieder Frieden herrsche. Und der Kanzleramtsminister Peter Altmaier erklärte, straffällige Flüchtlinge sollen in Drittstaaten abgeschoben werden, wenn eine Abschiebung in ihr Herkunftsland nicht möglich ist. War es das also mit der vielbeschworenen Willkommenskultur? Lana Grosse und Lilly Wagner fassen die Diskussion zusammen. Was jetzt aber skurril wird, noch ein Blick auf einen durchaus ernsten Hintergrund. Immer mehr Schokolade ist aus nachhaltig angebautem Kakao. Fast jede dritte Tafel. Das ist vor allem eine gute Nachricht für afrikanische Kakaobauern. Das stimmt, die meisten von ihnen leben in Armut. Entwicklungshilfeminister Müller sagte deshalb gestern zum Auftakt der Süßwarenmesse, wir alle tragen gemeinsam Verantwortung, dass die Menschen vor Ort von ihrer Arbeit gefeiert. In den 60er Jahren wurde es von Linken zwischen Studentenrevolte und Vietnamkrieg gegründet. Und dann konnte das Unterhaus sein Kommunistenkeller-Image abschütteln und hat heute deutschlandweit längst Kultstatus. Hier haben viele Kabarettisten ihre Karrieren gestartet. Bernd Mosebach war bei der Geburtstagsshow dabei. Viele afroamerikanische Schauspieler wurden jetzt ausgezeichnet mit den begehrten Auszeichnungen, die Los Angeles verloren wurden. Ja, und diese SAG Awards sind insofern besonders, als sie nicht von Kritikern, sondern von Schauspielkollegen verliehen werden. Mal sehen, wie da dann die Wahl ausgeht. Doug Freier mit der Szene. Vergessen Sie Sudoku. Sie wollen Ihr Gehirn trainieren. Das können Sie jetzt schön bei jeder einzelnen Banküberweisung machen. Denn ab heute gilt europaweit die IBAN. Das heißt, wer Geld überweisen will, darf nicht mehr die Kontonummer eintragen, sondern stattdessen nur noch diesen 22-stelligen Code. Wie Sie ihn sich merken können und was sonst noch so zu beachten ist, da fahren Sie jetzt von Stefan Schlösser. Fun. Kann man seinen Kindern zum Einschlafen erzählen. Wahrscheinlich. Die Oscars, da geht es auch um Geschichten. Die Oscars werden ja immer wieder kritisiert, weil so wenig Schwarze nominiert und geehrt werden. Aber die SAG Awards, die sind da längst weiter. Vielfalt ist da ganz normal. Viele schwarze Schauspieler wurden jetzt mit der begehrten Auszeichnung ausgezeichnet, die in Los Angeles verliehen wurde. Das Besondere bei dieser Auszeichnung ist ja, dass nicht Kritiker die Kandidaten nominieren, sondern dass es Schauspieler